3G mit Uli Gerhardt. Liebe Zuschauer von München TV, ich begrüße Sie ganz herzlich bei 3G. Sie sehen, Frühling im November, das ist schon sensationell. Aber wir genießen das und haben Spaß beim Drehen. Und Spaß haben wir auch mit dem Auto, die neue Mercedes A-Klasse. Was heißt die neue? Es ist sozusagen ein Facelift dieser Kompaktklasse. Ein Auto, das insgesamt viel, viel Freude macht. Wir haben hier die Sonderausstattung AMG. Das heißt, das Auto ist auch tiefer gelegt, aber insgesamt die Front ist genial. Es ist sehr, sehr gelungen und ja, schafft ihn auch Platz auf der Autobahn. Ja, auch die Seitenlinie ist sehr gefällig. Das ist eben etwas, was bei gerade jüngeren Käufern auch besonders gut ankommt. Und er hat vom Raumangebot her vorne sehr, sehr guten Platz, hinten, okay, Kompaktklasse. Großgewachsene tun sich da ein bisschen schwer, aber insgesamt ist das Platzangebot nicht schlecht für eine Kompaktklasse. Das ist das Besondere, das ist orientieren am Golf. Er hat also nicht diesen üblichen Kofferraum, sondern dieses besondere Heck. Optisch auch gelungen, mit den großen Rückleuchten, alles in allem ein Hingucker. Ja, liebe Zuschauer, ich habe Ihnen ja erklärt, dass Mercedes speziell auf die jüngere Zielgruppe losgeht mit der A-Klasse. Und die jüngeren Leute sind ja ungeheuer technikaffin. Also die Handy-Generation. Und das hat man hier in das Fahrzeug reingepackt. Ja, schon ein bisschen viel, würde ich sagen. Also auf der einen Seite gute Übersicht, zwei Bildschirme, ein Touchpad. Das ist wunderbar, da kann man mit umgehen. Wenn ich aber hier alleine am Lenkrad die vielen Möglichkeiten sehe, die vielen Knöpfchen, die irritieren dann schon und die Orientierung fällt einem schon schwer, obwohl es wirklich nette Sachen gibt. Zum Beispiel können Sie über eine bestimmte App mit Ihrem Handy das Auto öffnen, schließen und starten und Sie können sogar diese Informationen weitergeben an Leute, denen Sie das Auto auch anvertrauen würden. Dann brauchen die gar keinen Schlüssel, dann können die das gleiche Spielchen auch machen. Nur um ein Beispiel zu nennen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, aber eben auch unendlich viele Möglichkeiten der Verwirrung. Das muss man einfach in Kauf nehmen, aber ich weiß, junge Leute lieben das und insofern erfüllt es seinen Zweck, denn es sollen ja vor allen Dingen jüngere Leute dieses Auto möglichst oft kaufen. Ja, also neben der vielen Technik mit Apps und Ähnlichem, die auch häufig die Aufmerksamkeit vom Fahren ablenken, kommt auf das Wichtigste und das Schönste. Die Freude am Fahren bei diesem Auto ist genial. Wir haben den A200, das ist ein 1,3 Liter Vierzylinder mit 163 PS und der macht richtig Spaß. Der geht ordentlich ab, völlig ausreichend, gute Beschleunigung, gute Spitzengeschwindigkeit mit 225, sparsam im Verbrauch 7,2 Liter und ein kerniger Sound dazu, das macht halt ein bisschen Freude. Und er kooperiert optimal mit dem optionalen Doppelkupplungsgetriebe, das man dazu bestellen kann, ist ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe, das harmoniert wunderbar mit dem Motor und da geht die Post richtig ab. Dazu kommt natürlich ein sehr, sehr fein abgestimmtes Fahrwerk, das ausgesprochen Freude macht und Sie fahren mit Begeisterung in die Berge, um ein bisschen durch die Kurven zu toben. Das ist richtig klasse und die sehr gute Lenkung, die sehr gute Rückmeldung hat, kommt auch noch dazu. Also da ist wirklich viel geboten und im Moment gibt es dieses Auto in drei Motorvarianten. Ein Diesel, 180er Diesel, eben den 200er und dann noch den 250er
mit deutlich über 220 PS. Aber ich sage Ihnen, der 200er mit 163 PS passt und ist vollkommen ausreichend und vermittelt gutes Fahrvergnügen. Was bleibt? Viel Freude. Das Auto geht zurück zu Mercedes und ich freue mich noch auf ein abschließendes Gespräch mit Frau Z. Das ist ja die Verkaufschefin für Neuwagen in der Niederlassung von Mercedes und wir werden noch das eine oder andere an Informationen austauschen. Liebe Zuschauer, die Zeit mit der A-Klasse ist vorbei. Ich bringe das Auto zurück, beziehungsweise habe es gerade zurückgebracht und habe jetzt meine liebreizende Gesprächspartnerin Alessandra Z., Neuwagen-Verkaufschefin hier im Hause, alte Bekannte und wir haben schon viele Autos miteinander besprochen. Frau Z., die A-Klasse hat mich geärgert. Was? Ja, wissen Sie warum? Nein. Ich habe nichts zu meckern gefunden. Nicht mal über die Preise bei der Seen oder Sonderausstattung. Da komme ich noch drauf. Das ist das Einzige, die lange Liste. Aber das ist ja ein alter Hut. Was soll ich darüber reden? Es gibt reden? Ja gar keine Preisliste mehr. Das nein, können Sie gar nicht mehr schimpfen. Es gibt ja kein Papier mehr. Ich habe es ausgedruckt. Oh je. Ich habe es ausgedruckt. Nein, aber das Auto ist wirklich toll. Super. Mhm. Also ich bin echt überrascht. Vor allem, wenn man mal so die Geschichte zurückblättert. Über 20 Jahre her kam die A-Klasse. Genau. Berühmt, berüchtigt durch den Elchtest. Ja. Aufs Dach gelegt. Und ja, es war damals eigentlich eine Sensation, das Auto. So ein quasi Mini-Mini-Van. Ja. Gab es gar nicht, hat kein Mensch bei Mercedes erwartet. Und hat ja nach diesem Unglück mit dem Elchtest dann wirklich eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Und das ist jetzt sozusagen die zweite Version der A-Klasse, der jungen A-Klasse, sage ich einfach mal. Erklären Sie noch mal kurz, was sich jetzt an der neuen A-Klasse gegenüber der Vorgänger A-Klasse, also nicht der ganz alten, sondern der ersten A-Klasse in dem neuen Gewand geändert hat. Es ist deutlich kompakter, es ist ein sehr ansprechendes Fahrzeug, was eine breite Zielgruppe anspricht. Also nicht nur die ganz Jungen, sondern viele ältere Kunden sind uns treu geblieben, wenngleich wir natürlich eine andere Dynamik haben als vorher. Wir haben viele Elemente aus unseren Oberklassefahrzeugen. Sie haben sicherlich gemerkt, dass Sie Dinge wiederfinden, die Sie vielleicht nur von der neuen E-Klasse kennen oder von der neuen S-Klasse kennen. Und was natürlich hier wirklich einzigartig ist, ist das MBUX, das Sprachsystem. Ja. System mit künstlicher Intelligenz. Das ist also lernfähig. Es lernt, was Sie gerne möchten, was Sie gerne wollen, wohin Sie gerne fahren. Merkt sich das und stellt sich auf Sie ein. Und ein einfaches Beispiel vielleicht auch mal, dass es das erste Fahrzeug ist bei uns, wo Sie ein Touchscreen haben. Das gibt es bei uns eigentlich normalerweise bloß beim Smart. Ja. Ja, ansonsten haben Sie einen Touch-Controller, die Pedals am Lenkrad. Und viele andere Features, könnte ich sagen, wir haben hier LED-Scheinwerfer mit 18 einzeln ansteuerbaren Lampen. Also wir haben sehr, sehr viele Komponenten aus den Erfahrungen der anderen neueren Baureihen hier vereint und natürlich noch eins draufgesetzt. Ja. Also dieses intelligente Sprachsystem ist schon fast ein bisschen unheimlich, finde ich. Vor allem, wir haben ja vorhin aus Spaß ein bisschen drüber philosophiert, was mit dem alles passieren könnte. Das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Toll ist, und das haben Sie ja gerade gesagt, Sie haben das Spektrum erweitert, weil es natürlich viele ältere Leute gibt, die ihre alte A- oder B-Klasse geliebt haben, aber trotzdem jetzt umgestiegen sind, weil sie fühlen sich jünger in dem Auto. Ist so. Es ist ein dynamisches Auto. Und was mich am meisten überrascht hat, ich habe ein relativ bescheiden motorisiertes Auto, 1,3 Liter Hubraum, nennt sich zwar 200er, hat aber nur 1,3 Liter Hubraum, aber 163 PS. Das Auto war ein Benziner. Perfekt. Also der geht ab, der reicht völlig aus in meinen Augen und ist dann auch noch eigentlich relativ sparsam gewesen. Also da kann man nur einen Hut ziehen. Es geht auch kleiner. Also wir fangen bei 109 PS an mit 26.000 Euro brutto. Ah ja. Und es gibt aber jetzt eine lange Aufpreisliste. Ja, eine längere. Und was es aber gibt, Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, natürlich auch ein AMG-Fahrzeug in der A-Klasse wiederzufinden. A35. Gibt es den schon? Nein, noch nicht. Wir verkaufen ihn schon vor 47.500 brutto plus Aufpreisliste. Ja. Kommt nächstes Jahr auf den Markt im Februar und gibt es auch in tollen Farben, also auch in auffallenden Farben. Und das ist natürlich dann die Antwort für die, die dann wirklich 306 PS suchen. Ja, den kleinen Flitzer wollen mit 4 PS. Ja. Und da haben wir beim A45 schon eine gute Zielgruppe gefunden, die wollen mit dem A35 auch bedienen. Ja, klar. Ist aber kein Privileg der Jugend, das möchte ich schon mal sagen. Also nein. Auch die Älteren, Sie sehen ja auch beim Porsche, ne? Sind nur alte Säcke, die hintersteuern. Nehmen das mit den Sie Säcken zurück, gesagt. Die älteren Herrschaften, die den fahren, die sich den auch leisten können. Und klar, AMG ist reizvoll. Es ist ja auch ein Sicherheitselement, wenn Sie so wollen.
Denn volle Pulle fahren können Sie fast nirgendwo mehr. Wir haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung nach der anderen. Nein, ja. Aber die Beschleunigung, wenn man mal auf der Landstraße überholen will oder so, das ist schon sensationell. Ist denn auch ein Allrad geplant? Also Sie kriegen die Fahrzeuge bereits mit Allrad, ja? Verschiedene Motorisierungen. Und der A35, von dem ich gerade gesprochen habe, der hat sowieso, den gibt es nur mit Allrad. Den Allrad. Das ist, glaube ich, bei 306 PS auch durchaus empfehlenswert. Also Ihre Unterlagen sind noch sehr fragil. Meine Unterlagen haben gesagt, es gibt im Moment drei Motoren. Ein 180er Diesel, ein 200er und 250er Benziner. Sie haben mich gerade aufgeklärt, es gibt eine ganze Menge mehr. Ja, es gibt 7. Ich glaube, wir müssen nicht alle aufzählen, nein. Aber ist es so, dass eigentlich jeder das findet, was er also vom Einstiegs-Benziner Diesel bis hin zum High-End, wie gesagt, Entry Performance A35 und im Moment noch nicht. Wir hatten es vorhin auch mal angesprochen, es gibt noch kein Hybrid. Mhm. Kommt dann im nächsten Jahr und dann in 2 Jahren fahren wir beide dann voll elektrisch mit dem EQA. Na, ich lasse mich überraschen. Apropos Farbe, wir stehen ja hier vor einer A-Klasse in einer sensationellen Farbe. Ja. Das ist aber jetzt foliert, oder? Ja, also wir haben verschiedene Fahrzeuge hier folieren lassen, um einfach auch ein bisschen Appetit zu machen, dass man vielleicht ein weißes Auto kaufen kann, wenn man das jetzt für lange Zeit plant, aber man durchaus saisonal oder auch mal einmal im Jahr sich eine Farbe nach Wunsch aussuchen kann. Und wir folieren das für Sie oder Sie lassen es folieren. Wir machen das für Sie, wenn Sie möchten. Ja. Und das finden natürlich insbesondere die jüngeren Leute schick, auch mit Rennstreifen und allen möglichen Designs. Ja, ja, aber Mercedes wird immer jünger, ne? Auch, ja. Ja, oder sportlicher. Sportlicher, ja, dynamischer, das ist doch ganz toll. Das ist ja immer auch für Fuhrpark entscheidend. Ne? Ja. Wenn der Oberboss eine S-Klasse fährt, dann kriegt das mittlere Management eine E-Klasse und die noch ein bisschen drunter sind die A-Klasse, oder? Ja, und was ich Ihnen vorhin verraten habe, es gibt ja dann ab Februar hiervon noch eine andere Version. Ja. Nennen wir intern Kofferraum A-Klasse, weil sie nach hinten noch einen kleinen Kofferraum hat. Das heißt, es wird eine kleine, kompakte Limousine von der A-Klasse geben. War zunächst gar nicht für den deutschen Markt geplant, bringen wir jetzt aber trotzdem im Februar. Aha. Und das wird ein interessantes Flottenfahrzeug, ne? Ja, liebe Frau Z, ich bedanke mich. War eine große Freude. Ich wünsche Ihnen viel Glück, viel Erfolg. Mit dem Auto werden Sie es bestimmt haben. Und ich darf mich verabschieden, liebe Zuschauer. Ich verabschiede mich bei Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute. Denken Sie dran, es wird glatt, es wird kalt. Es ist Laub auf der Straße, fahren Sie vorsichtig. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Und denken Sie dran, Montag, Donnerstag, 20 Uhr, 3G. Ciao. Das war 3G mit Uli Gerhardt.